Willkommen zurück zu Return to Mysterious Island 2. Ich habe es mir nicht verkneifen können, nach der letzten Aufnahme zum Roboter zu gehen und zu überlegen, ja, wie kann ich das Rätsel denn mal lösen? Und ich habe es tatsächlich geschafft, ganz ohne Lösung bin ich darauf gekommen. Und das spart natürlich ein bisschen Aufnahmezeit, auch wenn es dann so aussieht, als hätte ich vielleicht in die Lösung geguckt. Aber in diesem Fall habe ich es tatsächlich allein geschafft, dahinter zu kommen, da ich immer einfach versucht habe, die Zahlen, die hier angezeigt werden, nachzubasteln. Und irgendwie war dann doch immer eine dabei, die grün leuchtete. Also wenn ich jetzt hier 0000 nahm, dann dachte ich, ja, warum leuchten da jetzt zweimal grüne? Oder wenn ich jetzt hier die 1111 nehme, warum ist dann eine dabei? Also ich hatte immer das Gefühl, eine grüne ist mindestens dabei, wenn ich eine Zahl hier raus mir picke. Und natürlich war da die Verbindung wieder zu der 1860. Und ich meine, dass wir diese Art Rätsellösung schon mal gemacht hatten irgendwie im Teil 1. Und anscheinend wollten die das jetzt nicht zu schwer machen für den Roboter, dass das sich ähnelte. Auf jeden Fall geht es darum, wieder die Zahlen, die hier unten sind, da wieder zu finden und dann halt wieder abzuzählen. Und das ist ja dann wieder doch gar nicht so schwer. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Also, wenn wir jetzt hier die 0 haben, dann ist das die vierte Stelle. So. Wenn wir hier die 1 haben, dann ist das hier bei 1860 die erste Stelle. Da kommt dann die 1 auch wieder vor und deswegen dann das Grüne wahrscheinlich oder so. Dann haben wir hier die 4, die haben wir gar nicht, dann nehme ich die 0. Und dann haben wir hier die 6, die kommt an dritter Stelle. Tada! Ah, das ist doch der Hammer! Ich bin so stolz auf mich, dass ich da okay. Selber... Ich habe den Roboter deaktiviert. Der schwierigste Teil steht noch aus. Seine Schaltkreise reparieren. Dass ich das geschafft habe. Ja, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich da jetzt nicht 20 Minuten lang selber rumgerätselt habe. So ging es dann doch ein bisschen schneller. Und da ich das jetzt ja wusste, wie es geht, dachte ich, mache ich das mal direkt am Anfang des Parts. Kommen wir weiter. Jetzt muss ich die Platte abschrauben. Ja, da habe ich mir gedacht, haben wir überhaupt einen Schraubenzieher? Nee, haben wir nicht. Aber wir probieren es mal mit einem Taschenmesser. Und das geht sogar. Das ist der Hammer. So, aber weiter weiß ich jetzt auch nicht. Also ich habe keine Ahnung, was jetzt auf uns zukommt. Pflichtempfinden, Lehrkapitän. Er spuckt nur Mist aus. Könnte natürlich auch daran liegen, dass ich meine Finger in sein Gehirn gesteckt habe. Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt die Verbindungen wieder irgendwie nicht ordentlich machen? Was muss ich jetzt tun? Also erstmal das Taschenmesser wahrscheinlich weglegen, genau. Huch, so. Oh, die Komponenten sind kaputt. Ich muss sie ersetzen. Wie mache ich das? Du, Mina? Yep. Sag mir mal jemand, wie, was ich da machen muss. Komponenten, alle müssen ersetzt werden. Und dann kommen wir am Ende wahrscheinlich hier von der Insel weg, oder was? Ist es jetzt unsere Hauptaufgabe, uns hier um diesen Robo zu kümmern, oder wie? Oh, ich habe doch gar keine Komponenten, Leute. Was macht man denn da? Also ich habe doch nichts, oder? Wie jetzt? Ich muss hier Sachen einsetzen und frag mich, wie ich das, wo man. Aber wir haben doch, warte mal, wir haben doch unten am Strand, das Strand, im Strand, da haben wir doch auch noch einen liegen gehabt. Schildi, ne? Schildi. Findest du doch auch. Hier, vielleicht können wir da... Oh. Ich habe Captain Nemo am Strand begraben. Jetzt hat er seine letzte Ruhestätte unter Wasser. Ich bin mir sicher, dass ihm das gefallen hätte. Ja, aber so frisch, wie du das begraben hast, da kommt der Nemo auch gerne mal aus seinem Grab wieder hoch, du. So lange ist der da unten ja noch nicht drin. So. Hier, das können wir doch aufschraubseln. Das machen wir mal. Vielleicht finden wir da so ein paar von diesen Verbindungsstücken drinne. Der Nemo. Ah. Ja, die nehmen wir jetzt. Genau, die haben wir jetzt einfach mal alle einfach genommen. Weil den brauchen wir anscheinend hier nicht mehr. Mensch, das klappt ja. Das klappt, das klappt. Geh mal nach oben. Oh nein. Schildi. Schildi. Das sieht nicht gut aus. Warte, wir nehmen mal... Da können wir doch gar nicht mitschießen. Das ist doch Schrott, das Ding.
kaputt, die Trommel ist verbogen und die Waffe nicht mehr zu gebrauchen. Vielleicht kannst du sie zweckentfremden. Was mache ich denn jetzt? Ich nehme das Messer in die Hand. Warte, erstmal speichere ich. Speichere, weil ich das so gut gemacht habe. So, und dann gehen wir mal raus. Ich weiß, nein, dann würde ich gefressen. Dann muss der Jepp doch bestimmt alleine gehen, oder? Kann das sein? Oder was mache ich jetzt? Normalerweise legen Schildkröten ihre Eier am Strand. Sie verlassen das Ufer nicht. Was mache ich denn jetzt? Die Steuerung einer Falle, die ich entschärft habe. Aha. Alle Lampen sind aus. Ein Stromkreis muss durchgebrannt sein. Ach so, vielleicht können wir da was... was mache ich jetzt? Es hat so lange gedauert damals, es ordentlich zu machen. Alles wieder kaputt hier. Nee, das muss ich dann wohl neu machen. Elektrische Kanonen. Können wir da irgendwas machen? Nee, ne? Jepp, wie kann ich das denn mal machen, dass der Jepp jetzt alleine geht? Dokumente. Was mache ich denn jetzt mal? Ich muss die Falle scharf machen. Dann muss ich nur noch den Jaguar anlocken. Ja, wie denn? Wie denn? Elektrische Kanonen. Kann ich da denn meine Schaltkreise-Dinger da reintun? Nehmen wir das mal raus. Kann ich das hier irgendwie einsetzen, benutzen? Nee. Das. Warte, warte mal. Du kannst das abschrauben, kann das sein? Ja, ach so. Ah, okay. Oh je, ja, da, okay. So, was kann ich jetzt hier machen? Die auch rausnehmen und die anderen dann vielleicht reintun? Nicht? Was kann ich dann machen? Was wollt ihr denn von mir? Kann ich das jetzt hier verbinden, dass es doch wieder leuchtet? Aber hier ist doch gar nicht alles jetzt da. Kann ich die hier unten? Ah. Ah, guck mal hier. Die müssen natürlich wahrscheinlich... Genau, die müssen auf allen Seiten leuchten. Da tut's nicht leuchten. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt reicht. Ich muss nach den Punkten irgendwie gehen. Also ich brauche hier eher so einen Kreis. Geht der dann oder nicht? Ich brauche einen ganzen Kreis. Hier ist so ein ganzer Kreis. Aber den willst du nicht? Nicht? Und der? Hm. Was ist denn der Unterschied? Der geht gar nicht. Der geht oben und links. Der geht oben und rechts. Jetzt brauche ich noch so einen, der auch unten geht. Der vielleicht? Nee, der geht nur oben und unten. Der geht oben und unten und links. Welcher denn? Welcher darf es denn sein? Bin verwirrt. Der vielleicht. Auch nicht. Der? Auch nicht. Hm. Diese Mucke immer, die macht einen ganz nervös. Ach, bei dem weiß ich jetzt auch gerade nicht, kapiere ich gerade noch nicht so. Da ist ein Zweier unten, Zweier oben. Du willst ein Dreier links, ein Zweier unten auf jeden Fall. Drei links, zwei unten, drei links, zwei. Und der vielleicht, der geht auch gut. Also drei, drei. Und 2-2 vielleicht. 3-3, 2-2.
So einen gibt's doch gar nicht, oder? Der vielleicht? Nee. Ja, aber dann geht der oben nicht. Der ist schon echt gut. Vielleicht 3, 3, 2 und einer oben. Das würde ja vielleicht auch gehen. Gibt's so einen? Der? Da unten keine grünen leuchtenden Dinger. Das verstehe ich nicht. Dass man die nicht drehen kann oder so. Es ist voll kompliziert, hier gerade die richtigen Nupsis zu finden. Aber mit den Steckplätzen hier unten an den Kreisen hat das nichts zu tun, ne? Die sind doch alle gleich hier. Also an diesen Nupsis, weil hier auch so kleine links, rechts Nupsis angezeigt werden. Das irritiert mich. Geht gar nicht. Der geht jetzt nach unten, aber nicht dahin. Der ist auch super. Wenn der jetzt noch einen rechts hätte, würde es wahrscheinlich gehen. Nimm mal den. Nö. Den? Nö. Ja, und der braucht jetzt einen Dreier hier unten. Oh, das gibt's doch nicht. Oder ich verstehe das Prinzip hier noch nicht. Also ich sehe hier drei unten leuchten. Das passt natürlich mit den drei hier. Und hier ist ein grüner Punkt. Also ich brauche natürlich rechts auch einen grünen Punkt. So einen. Aber dann passt es hier links wieder nicht, weil da will er einen Zweier haben. Das ist ja prima. Das ist ja toll. Ach ja. Warte, der da? Ja, ich habe ihn gefunden, den richtigen. Das ist ja ein Drama hier. Also links drei, rechts einer, oben einer, unten einer. Oben und unten einer. Der hier. Nein. Links, rechts darf nur einer. Aber sonst ist der hier richtig. Rechts nur einer. Einer, 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 einer. Rechts, 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 eins. Hier ist einer, der hier vielleicht. Nein, dann passt es unten wieder nicht mit ein. Oh, das gibt's doch nicht. Der? Nee, dann passt es links wieder. Oh, das gibt's doch nicht. Der! Da ist der richtige. Ja, komm, das schaffen wir ja jetzt wohl. Jetzt noch den letzten. Links, rechts, drei, oben. Welcher soll unten hin? Zwei, ja? Der? Aber links, rechts, drei. Unten zwei. Der da. Jawohl. Geht doch. So, und jetzt kann ich hier rumschnüdeln und dann müsste es doch wieder gehen. Kann ich das jetzt hier wieder zumachen? Genau. Müssen wir jetzt nur noch aktivieren. Okay, ich habe das gar nicht grün leuchten lassen, aber anscheinend war das egal. Kann ich die jetzt einfach wieder nehmen? Oder wie? Weil ich kann jetzt hier nicht einfach durchgehen. Ich bin ja froh, dass er jetzt schon mal weg ist, der Jaguar. Ach, die Schaltkreise habe ich jetzt wieder einfach. Aber wenn ich jetzt hier durchgehe, dann habe ich ein Problem. Elektrische Kanonen. Dann nehme ich die doch einfach mal wieder raus. Das kriege ich auch wieder hin, notfalls die wieder reinzusetzen. So, die ist jetzt deaktiviert. Genau. Ja. Kein Jaguar mehr da. Falle gebaut. Hat zwar ein Weilchen gedauert, aber ging. Ne? Mensch, was wir nicht alles hier schon geschafft haben. So, ich weiß nicht, wo der Jaguar jetzt ist, aber ich glaube, wir müssen uns mal um ihn hier jetzt kümmern. So, die nehmen wir jetzt mal. Packen die da rein? Ach, die haben wir jetzt hier unten schon wieder. Okay, alles klar. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los.
Oh, das ist jetzt aber ein Geschilder hier. Anweisung 1870-449. Vor dem Ausschalten des Schildes zuerst die Sicherheitsmaßnahmen auf der Nautilus deaktivieren. Anschließend Unterwasserbasis aufsuchen, um den Aktivator zu steuern. Ja, nee, ist klar. Aber du brauchst links 3, oben 1, rechts 3. Also links, rechts 3 und oben einer. So wie der hier. Befehl 1849-3. Meine eigene mechanische Unversehrtheit aufrechterhalten, sofern sie den ersten beiden Gesetzen nicht widerspricht. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Das könnte noch happig werden, weil wir haben hier ja auch so einen. Noch. Ja, machen wir mal erstmal weiter. Oben, unten 1 und links 2. Oben, unten 1 und links 2, der hier. Ja. Könnte gehen. Hier könnte jetzt alles Mögliche kommen. Genau. So, passt schon mal. Weiter geht's. Unten 3, links 2, rechts 3. Links 2, aber unten 3. Also der hier, aber rechts auch 3. Nee, ist genau, war es genau andersrum. Könnte sein, dass ich den wieder austauschen muss. Links. Ja, der geht ja nicht. Da? Doch, der geht. Ist halt nur. Nee, dann baue ich das mal lieber gleich anders. Ich sehe jetzt schon, dass ich da Schwierigkeiten bekomme. Obwohl. Obwohl. Befehl 1870-450. Schildsteuerung muss immer genau strengstens bei langsamer Geschwindigkeit aktiviert werden. Mechanischer Fehler. Fehler aufgezeichnet. Ich bin leicht überfordert. Oben 1, links 1, rechts 3. Oben 1, links 1. Hatten wir so einen überhaupt? Nee. Das klappt nicht. Das kannst du vergessen. Vielleicht sollten wir von hier unten mal eher loslegen. Weil das sind ja die festen. Das ist vielleicht einfach genauso wie der hier so. Ja, was haben wir hier? Oben 1, links 3, unten 2. Der da. Der könnte gehen. Und dann links 2, unten 3. Das lässt sich bestimmt einrichten. Der zum Beispiel. Ja, klingt gut. Da ist ein dumpfes Geräusch. Links 1, oben 1, unten 2. Ja, es gibt immer auf der linken Seite nie einen Einer, ne? Wir haben hier irgendwie zwar den hier mit 1 links, aber da ist ja nur Einser. Das ist ja doof. Nehmen wir mal nach hier nochmal ein. Unten 3 rechts 1. Unten 3 rechts 1. Haben wir so einen überhaupt? Ja, hier. Der ist ja kaputt gegangen. Was ist das denn für ein Schmuh? Geht der einfach kaputt? Dann nehmen wir den doch mal dahin. Ja, das ist super. Das klingt auch besser. So, 2-2. Dann packe ich den dahin. 3-3-1. Ziehen wir das Pferd mal von hinten auf. 3. 3. Unten 3. Rechts 3. Aber oben 1. Der da. Ah, das klingt doch super. So, und jetzt kommt hier noch einer hin, der rechts 2 hat, unten 2 und oben 1 und links 3. Gibt's so einen? Gibt's so einen? Den gibt's. Nee, den gibt's nicht. Den, nee. Shit.
Haben wir so einen überhaupt? Ich nehme den mal eben wieder raus. Oh, schwierig. Da bin ich ja hier noch eine Weile am Fummeln. Ich glaube, im nächsten Part mache ich das so, dass ich jetzt hier dann schon ein bisschen weiter gebaut habe, sodass dann nicht mehr so viel zu tun ist im nächsten Part. So, ne? Weil das ist ja doch sehr viel Gebaue. Genauso wie mit dem Rätseln. Das nimmt irgendwie so viel Zeit weg und bringt ja auch nichts dabei dann zu glotzen. Man kann sich zwar auch Überlegungen machen als Zuschauer, aber es geht ja dann doch ein bisschen schneller, denke ich mir. Also wie gesagt, links drei, das findet man. Unten zwei auch, da auch einer, aber dann fehlt hier wieder da oben der eine. Das ist ja der Schmuh. Dass das dann hier wieder nicht hinhaut mit dem einer. Das ist natürlich doof. Und welcher soll da reinpassen? Weil wenn wir so einen gar nicht haben, oder ich sehe ihn nur gerade nicht, aber. Der wird auch gehen, wenn rechts halt das passen würde und oben die Eins. Also irgendwas ist. Einer ist immer irgendwie nicht richtig. Habe ich hier denn einen dabei, der da wieder reinpassen würde? Ja, der. Genau umgedreht. Ja, dann muss ich nochmal anders denken. Vielleicht. 3, 1, 2, 2. 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1. Ach, 3, 1, 2, 3, aber habe ich hier einen. Das geht auch nicht. Da muss ich muss das dann nochmal ändern anscheinend. Obwohl das ja super passt hier. Hat ja auch Geräusche gemacht. Aber schwierig. Letztendlich habe ich nicht so viel Auswahl eigentlich. Ja, nee, ich düdel hier mal weiter und dann sehen wir uns im nächsten Part von Return to Mysterious Island 2. Ich finde es trotzdem klasse, wie wir hier gerade vorankommen. Da werden wir das bestimmt auf der Insel irgendwann eines Tages mal wegschaffen. Ich hoffe es für die Mina und Jep, weiß ich nicht. Kann man sich eigentlich für den Jep wünschen, dass er von der Insel wegkommt? Ich meine, er gehört ja nicht auf eine Insel. Soll sie den jetzt mit in eine Großstadt nehmen? Aber der Jep ist bestimmt traurig, wenn er ganz alleine hier bleibt bei den bösen Jaguaren. Aber der hat ja noch das andere Affenweibchen. Ich kann mir vorstellen, der kommt am Ende mit der zusammen, damit er halt auf der Insel bleiben kann. Nur Mina wird ihn natürlich dann vermissen und Jep die Mina, ne? Aber das ist so bei dramatischen Spielen. Das ein bisschen Traurigkeit muss ja auch mal sein. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.